Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Denn es gibt ein neues Video, was online gegangen ist. Und zwar sieht man am Anfang das komplette Raster. Nicht komplett alles, sondern einen kleinen Teil. Und man sieht jetzt eben das erste Mal, wie es jetzt wirklich im endgültigen Spiel aussehen wird. Und ich habe schon einige Beschwerden wieder gehört. Es sieht wieder gleich aus, es ist wieder so ein bisschen das Tab-System. Man hat nicht wieder alle auf einen Blick. Das stimmt. Ich finde es aber besser wie das andere. Es ist besser, aber es ist jetzt auch nicht wirklich das Beste. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn man wirklich alle Charaktere auf einen Blick gehabt hätte. Und ich finde, das hätte man auch lösen können, indem man zum Beispiel Charaktere, die doppelt sind, einfach in ein Feld reinsteckt sozusagen und nicht eben so aufteilt, dass die eben sechsmal zu sehen ist. Wenn man mal oben links zum Beispiel achtet, dann sind da sechs Obitos sozusagen. Plus der eine Obito, der fehlt sogar noch, der Kid, also der normale Kid-Obito. Das sind sieben Obitos. Die hätte man eigentlich alle in einen packen können, indem man zum Beispiel einfach den kleinen Kid-Obito nimmt und wenn man dann auf ihn drauf drückt, dass sich dann irgendwie so ein Feld erweitert mit den ganzen anderen Versionen von Obito. So wie bei Raging Blast zum Beispiel. Und das hätte ich mir eher gewünscht und so hätte man bestimmt auch alle Charaktere in ein komplettes ansehbares Raster reinpacken können. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht schon wieder, warum jetzt schon wieder sowas kommt, obwohl das von den Fans jetzt nicht wirklich geliebt wurde. Aber wir müssen damit auf jeden Fall klarkommen. Die Charaktere, die wir jetzt sehen, das sind natürlich alles bestätigte Charaktere, aber es fehlen natürlich noch ein paar. Also da wurden jetzt nicht alle gezeigt, es ist nur dieses eine Bild da gewesen. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen warten, bis da wirklich dann mal alles komplett zu sehen ist. Wahrscheinlich kann ich euch sogar am Mittwoch, wenn bis dahin noch keine Bilder geleakt wurden, kann ich euch vielleicht schon am Donnerstag sozusagen, also ich kann es am Mittwoch sehen und am Donnerstag kann ich es dann sozusagen euch präsentieren, da ich am Mittwoch wahrscheinlich die Vollversion spielen darf und kann das dann so ein bisschen mal abfotografieren und dann kann ich euch das mal zeigen, welche Charaktere denn jetzt wirklich kommen und welche nicht. Das liegt aber daran, weil ich zu dem Event von Bandai Namco fahre, nach Köln und nach Berlin, aber dazu werde ich noch ein Video machen, deswegen, das ist erstmal ein anderes Thema. Ich würde aber gerne mal eure Meinung zu diesem Thema gerne wissen. Was haltet ihr von dem Raster, dass man jetzt so nach links und rechts halt drücken kann? Es ist halt irgendwie wieder dasselbe, nur dass es jetzt halt hochkant ist und nicht mehr seitlich, also so schief. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu rein. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich versuche die so schnell wie möglich immer zu beantworten. Ich kommentiere wirklich viel und deswegen einfach alles reinschreiben. Ansonsten, wenn ihr dieses Video in voller Länge sehen wollt, das Gameplay-Video dazu, dann verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung mal. Und das war's dann von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tödelö.